Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu American McGee's Alice. Irgendwie bin ich mir gerade nicht sicher. Lasst mich mal ganz kurz bei der Grafik was nachgucken. Nee, doch, ist alles total richtig. Gut, okay. Ich bin einfach nur ein bisschen verwirrt. Aber das ist ja nichts Neues. Und Jump. Auf zum nächsten Banshee. Das ist eigentlich die Banshee. Das Banshee, der Banshee. Der auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, die Banshee, oder? Ach ja, kannst du mal aufhören, mich zu freezen? Hässliche Misteule. Ich glaube, es ist Hexhort. Oh, der Bereich. Auf den habe ich mich schon ganz besonders gefreut. Dieser Bereich ist hart verwirrend. So, man kann da hingehen, man kann hier hingehen. Also diese ganze Röhre hat sich quasi einmal gedreht. Und ja, man kann hier hingehen, man kann diese Türen aufmachen. Da sind diese kleinen fertigen Wesen drin. Oh, und die Spinnen kommen hier das erste Mal. Die hatte ich völlig vergessen. Also, eigentlich hatte ich sie nicht völlig vergessen. Ich hatte nur völlig vergessen, dass sie hier schon kommen. Und so, ab sofort Augen wieder an die Decke. Und, wow. Und der entscheidende Punkt ist halt, man kommt hier zwar noch rein, aber oh, man kommt hier direkt durch. Seit wann das? Ich bin verwirrt. Ich dachte, hier gäbe es jetzt so voll den Trick, hier weiterzukommen, aber offenbar gibt es den nicht. Wow, warum bist du auf einmal hinter mir? Wie ist das passiert? Okay, das war seltsam. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man in den Zellen von den kleinen Viechern die ganzen Uhren kaputt schießen musste, um irgendwie weiterzukommen. Aber, shit. Offenbar ist das nicht der Fall. So, du warst jetzt plötzlich schon hinter mir, oder? Da. So nicht. Madam. Das ganze Hin- und Hergedrehe hier ist nicht feierlich. Zeit zu speichern. Da drüben ist noch ein so ein Schreihals. Na wo? Komm gefälligst hier hoch. So, ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter, oder? Doch, kommen wir. Wir sind gerade mal 3,5 Minuten in der Folge und ich waren schon zweimal völlig aus dem Konzept. Das ist fantastisch. Ach ja. Ah, hier komme ich auf jeden Fall noch nicht weiter. Okay. Dann lag ich ja zumindest halbwegs richtig. So, was wir machen ist, das ein bisschen ankippen und hier hochklettern. Und die Uhr ist schon kaputt. Wir springen ja ein bisschen auf dem Bett. Nicht. Okay. Kommen wir da rüber? Also ja, kommen wir natürlich, aber die Frage ist, macht das irgendeinen Sinn? Okay, wir können die auch tatsächlich nicht freezen. Okay, wir lassen die armen Teufel da einfach mal stehen. Tja, da kommen wir ja tatsächlich her. Hier geht's nur wieder runter. Ich vielleicht doch gar nicht so verwirrt. So, wo ist das Ding jetzt hin? Komm her hier. Kein Bock, dass du mir gleich nochmal in den Rücken fällst. Komm her. Oh, Alter. Ja, fuck you too.
Wait. Okay. Wie auch immer, wir kamen da oben ja nicht weiter. Heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Und vielleicht lag ich mit den Uhren doch gar nicht so falsch. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Uhrenparty. Okay, da ist zu. Es geht wirklich nur um die Türen, wo man auch rein kann und reingucken kann. Na komm schon. Geht doch. Ich hatte kurz die Illusion, dass da Tentakel rauswachsen, aber das war offenbar nicht der Fall. Was ich ganz gut finde, um ehrlich zu sein. Wow, das war ganz schön knapp. Da hätte ich ruhig mal eine Sekunde später springen können. Ernsthaft. So, weg mit der Uhr. Auch weg mit der Uhr. Wow. Die Spinnen machen komische Sachen, wie ihr seht. Drin, meine ich? Waren wir doch, ne? Ja, okay. Okay, so, da hängen noch Spinnen, die mache ich jetzt erstmal weg. Ich finde es falsch, dass sie als Rücken einfach so, ich wollte es gerne zeigen, aber ich werde leider angefallen und dann sieht man es nicht. Sie haben so Gesichter, so Maskengesichter als Körper, Rücken irgendwie, das ist schon so, können Sie das bitte nicht haben? Okay, die Uhr ist kaputt. Und es zeigt sich, ich bin gar nicht so verwirrt, wie ich dachte. Das beruhigt mich ein bisschen. Nein, ich wollte doch das... Na egal, brauchen wir nicht wirklich. So, ja, lustigerweise sind wir jetzt hier in der Lust... Spiegelverkehrten Seite, Welt, was auch immer. Du kleines Mistvieh. Das war's. Nicht noch wer zweites. Ich bin entrüstet. So, dann kommen wir ja jetzt theoretisch, auch wenn es hier aus unerfindlichen Gründen spiegelverkehrt ist, theoretisch hier weiter. Ja. Kommen wir. Ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht das Messer. Gegen den Roboter? Hat das so viel Reichweite? Nee, natürlich nicht. Den kein bisschen. Hier gibt es eine ganze Menge Seile, wo man hochklettern kann. Okay. Warum auch immer ich jetzt da runtergefallen bin. Das war seltsam. Pustet hier irgendwo Wind? Es hat mich halt wirklich einfach da zur Seite geschoben und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum. Gott, wenn die nicht so viel aushalten würden. Alter, was ist denn das? Okay, ich meine, offenbar macht hier irgendwas Wind, ja? Aber ich würde ganz gerne sehen, was. Das ist eben der Punkt. Was und wann, das ist der interessante Punkt. So, aus dem Nichts. Und man hört es halt auch nicht. Ah, das ist doch alles Kacke. Vor allem kann man da auch nicht gegen anlaufen.
Das ist irgendwie so ein bisschen ungeil. So, ich würde ganz gern, glaube ich, erstmal da drüben hin. Nicht, dass der Roboter blutet. Aber okay. Kann er auch mal machen. Gut, hier speichern und hier wären wir sonst wahrscheinlich reingekommen, ne? Okay, das ist jetzt extrem frisch. Okay, also ganz offenbar müssen wir mittig durch, war irgendwie zu erwarten. Da ist noch eine Uhr, die heil ist und wir werden total da durchspringen müssen. Aber ohne dich! Okay, das wird nicht lustig. Boah. Gott, Alter, die Szene mit einer, keine Ahnung, Oculus Rift oder so. Ist doch Motion Sickness schon vorprogrammiert. Stirb jetzt endlich. Meine Güte. So, das einmal mitnehmen und dann können wir hoffentlich hier durch. Jawohl. Ah, was? Tweedledee und Tweedledum. Schau nur, Tweedledum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ach ja, wer hat die denn rausgelassen? Die machen sicher uns dafür verantwortlich. Sie braucht Medizin. Starke Medizin. Kriegt sie nichts zu essen? Wohl kaum. Ist wie ein Spatz. Ein bisschen Fleisch auf den Rippen und sie wäre ein Leckerbissen. Widerwärtige, ekelhafte Flegel. Ich hab was für eure Bäuche. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Erspar mir die Weisheiten. Was rätst du mir? Nutze ihre Größe gegen sie. Okay, ich hab ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was sie machen muss. Ob ich hier irgendwas Spezielles machen musste. Ich glaube, ich musste sie einfach nur weglaschen. Wait, was passiert? Was passiert hier? Es sind zu viele. Könnt ihr das nicht machen? Angewöhnt zu warten, bis das Messer respawnt. Und dringend mehr Meta-Essenz einsammeln. Ah, ich glaube, einen sind wir los. Ach ja, geh halt weg. Okay, der dürfte auch nicht mehr allzu viel aushalten. Der Vorteil ist, durch ihre Größe sind sie in der Tat langsam. Okay, die Uhren kann ich nicht kaputt machen. Hätte sein können, dass das noch irgendwas beeinflusst in diesem Kampf, aber offenbar nicht. Friss das! Da kiekste. Mr. Kanister. Schlechtes Timing! Echte Hilfe ist heutzutage selten. Komm rein, ich habe gerade Tee aufgesetzt. Ich trinke nur mit Freunden Tee. Und ich bin einer davon. Ehrlich, das ist die Wahrheit. Oh, ich vergaß. Die Wahrheit ist dir nicht so ganz geheuer. Was sagt der Richtige? Die Wahrheit ist bitter, wenn man sie fürchtet. Ich fürchte nichts. Falsch, du fürchtest einiges. Die Rückkehr zum Rathaus zum Beispiel. Die Erinnerung, aufgrund derer du dort warst. Nach ein paar Jahren unter Beobachtung? Oh ja, du fürchtest vieles. Man kann diese Dinge natürlich alle meiden. Und wie? Bitte, sag's mir. Nicht gut.
Ja, das sieht schon so richtig nicht freundlich aus da oben auf der Map. Überlege gerade, ob jetzt schon. Aber ich glaube nicht. Ich sag mal nicht, was ich denke, sonst spoilere ich im Zweifelsfall was. Ja, dieses ganze Hutmacher-Setup ist auch so großartig. Also diese komplette Welt mit den Runen überall eingearbeitet und einfach so total abgefuckt mit diesen gigantischen Taschenuhren, die hier rumfliegen und überhaupt, das ist. Ich finde das sehr, sehr großartig. Ach Gott, die Spinnen. Vergessen, dass man hier ständig nach oben gucken muss. Links rum, rechts rum. Hier ist ein Hebel und eine Uhr. Und keine Zeiger. Okay, was auch immer das bewirkt hat. Vielleicht muss ich den anderen Hebel da drüben auch noch ziehen, damit sich irgendwas tut. Keine Spinne in der Nähe, gut. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Oh, ich glaube, ich habe hier was in Gang gesetzt. Hallo. Ja, oh Gott, ich kotze gleich. Wir müssen da raus. You're next. Erstaunlich guter Film übrigens, nur so nebenbei. Der auf Horrorfilm steht. Nicht, dass das irgendwie was mit dem Film zu tun hätte. Der Film viel, viel neuer ist als das Spiel. Aber so am Rande erwähnt. Manchmal ist der Schein ehrlicher als die Realität. Okay, ich kann da aber nicht durch. Wow. Hat ja super funktioniert, was ich hier gemacht habe. Hätte ich mir vielleicht nochmal besser überlegen sollen. Hallo, jetzt kletter da hoch! Ist ja nicht so, als hättest du unendlich Hitpoints, werte Alice. Ich bin mir sehr unsicher, was hier abgeht. Können wir offenbar nicht kaputt machen. Aber hier ist jetzt auch offen, okay. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, in diese roten Türen reinzugucken. Aber ich kann es dankenswerterweise auch gar nicht. Dann wir machen hier viel zu viele Sachen Geräusche. Oh, hi. Das ist. Oh, das ist ein riesiger Schlüssel, würde ich sagen. Für den wir vermutlich noch einen Schalter finden müssen, damit diese Tür aufgeht, okay. Wir gucken hier einfach mal weiter. Irgendwie. Da geht's runter. Ich befürchte auch fast, wir müssen da runter. Da es hier nicht durchgeht. Wir gucken mal. Ich möchte fast wetten, wir kommen jetzt auf die andere Seite des Spiegels. Oder auch nicht. Was passiert hier? Das ist schon irre. Moment, was?
Gott, Hilfe! Der Märzhase sah auch schon mal besser aus. Ein Mensch. Wahrscheinlich keine Hilfe. Und die Maus auch. Bitte befreie uns von dieser Maschine. Oder gib uns Tee, wenn du willst. Wart ihr bei Tisch ungezogen? Habt ihr geschlürft oder mit vollem Mund gesprochen? Gesteht. Nichts dergleichen haben wir getan. Der Hutmacher ist verrückt und fragt uns, was ist der Unterschied zwischen der Königin und einem Taifun? Beide sind mächtig und zerstörerisch. Aber der Taifun hat nicht die Absicht, böse zu sein. Gute Antwort, falsch, aber gut. Oh, das tut mir leid. Ihr seid in großer Gefahr. Wo ist euer Gastgeber? Wirklich in Gefahr? Sind wir das? Hase, ich will nach Hause. Wir sind schon viel zu lange hier. Der Hutmacher kommt um sechs. Schlag sechs. Verweigert uns ständig den Tee. Wie grausam. Und seine Medizin macht mich müde. Alter. Alter. Ich wusste, dass der Hutmacher, also ich wusste noch, dass der Hutmacher seltsame Experimente an denen durchführt, aber ich wusste nicht mehr, wie kaputt das ist. Alter, dass die Maus überhaupt noch lebt. Dass der Hase überhaupt... Hallo? Dass der Hase überhaupt noch... Und Gott... Okay, das hat offenbar irgendwas bewirkt. Ich bin noch nicht sicher was, ich möchte aber auf jeden Fall aus diesem Raum raus. Ah, gleich viel besser hier. Okay, ich glaube, ich lasse das erstmal einen kleinen Augenblick sacken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, einen angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.